Liebling, was machst du denn hier? Lass mir die Ohren, Rilke. Aber was hast du denn? Du sollst mir die Ruhe lassen. Was machst du? Fass mich nie wieder an. So redest du nicht mit mir. Unter Heiraten Bekanntschaften. Der Text. Verwaltungsoberinspektor. Fettdruck bitte. Bundesbeamter, 51 Jahre, vielseitig interessiert, dunkelhaarig, Brillenträger mit dreijährigem Dackel, stubenrein, sucht zwecks späterer Heirat, junge Dame, geschieden, kein Hindernis, bis 25 Jahre, blond, circa 1,70. Zuschriften bitte mit ganzseitigem Foto und Telefonangabe. Chiffre. Danke. Was für eine Gruppe wird gesucht? 900? Ja. Das beißt sie nicht fest, die Anne-Lore. 4.900 D-Mark. Möchte ich ein Buch kaufen? Unsere Teile ist klar. Für die obere sollten wir nochmal drehen. Sie haben noch einen extra Dreh, kann ja fast nicht schief gehen. Wir sehen zwar zwei kritische Felder. Verwaltungsoberinspektor. Jetzt beißt du nicht fest, die Anne-Lore. 4.900 D-Mark. Thank you.
Siehst du, Schatz, es geht doch. Das ist dein 4-Minuten-Ei. Genau wie es sein soll. Das freut mich. Ich habe übrigens für morgen einen Termin beim Friseur für dich gemacht. Diese Frisur, die müsste dir doch stehen. Aber die ist doch ganz unmodern, Liebling. Weißt du, mein Kind, es gibt Dinge, die zeitlos sind, ästhetisch gesehen. Ich komme übrigens heute Abend etwas später. Wir haben im Büro noch mit dem Neubau zu tun. Es reicht, wenn das Essen um 7 Uhr fertig ist. Ist gut. Heute Abend liegen. Hermann! Hermann! Hermann? 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 Halt. Diese jungen Dinge nur immer an dem finden. Tja, mal sehen, wie lange dies bei ihm aushält. Ach ja, also es ist so kalt heute. Wenn man nicht so viel Regen bekommt. Und Milch ist ja. Komm, Hammer, komm, komm. Erreichen wir bitte? Endlich erreiche ich dich. Hier ist Jan. Kannst du mich verstehen? Wenn alles gut geht, kann ich in 3 Wochen hier weg. Ist bei euch da oben alles in Ordnung? Wie bitte? Wer ist denn da überhaupt? Hallo? Ist da nicht Heike? Heike! Hier ist Schramm bei Eichten. Wen möchten Sie denn sprechen? Kann ich mal meine Schwester sprechen? Das ist ein Ferngespräch. Hier ist Corinna Schramm bei Eichten. Das muss ein Missverständnis sein. Wohnt Heike nicht mehr bei Ihnen? Hier wohnt keine Heike. Hallo? Hallo! Drei möchte mit der zweitkleinsten Bremen an die alte und erfolgreiche Tradition der schnellsten Atlantiküberquerer anknüpfen. Auf der Unterelbe ist heute Morgen zwischen Freiburg und Schafen. Guck mal hier, Tunesien. Guck mal. 2 Wochen, 689 Mark. Ach, das war wirklich billig. Und inklusive Flughafengebühr. Ich würde das mal in die Hand nehmen. Anfangs auseinanderzubrechen. Die Ladung, mehr als 1000 Tonnen Benzin, wurde auf andere Schiffe gepumpt. Mit dem Hochwasser am Abend konnte der Tanker frei. Ja, und jetzt. Ah, verdammt, Hermann! Was glaubt ihr, wie viele sich dem Thrill aussetzen werden? Mit dem Kopf nach vorne auf der Kühlerhaube liegen, durch eine brennende Holzwand hindurchgejagt? Möglichkeit B.
Männer! Lorena? Hallo, Liebes. Ist was? Nein. Du hast doch was. Nun sag schon. Der muss noch von meiner geschiedenen Frau sein. Ach so. 10 Jahre nicht mehr unter den Schränken gekehrt, was? Naja. Viel Geschmack scheint sie ja nicht gehabt zu haben. Nein, danke. Und du solltest auch nicht so viel Kaffee trinken. Das macht dich nur noch überspannter. Du, lass sofort meine Augen los. Du, das tust du nie wieder. Unser Hermann wird nicht geschlagen. Stützpfeiler müssten stabilisiert werden. Dann könnt ihr den Kollegen vom TÜV Rheinland mitteilen, dass sie mit dem Umbau... Du, Ewald. Und dass sie die Auflagen in absehbarer Zeit... Ich habe mir überlegt, ob es nicht praktisch wäre, wenn ich einen Führerschein machen würde. Was? Naja, ich wäre dann weniger abhängig. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen muss. Ich fahre dich doch überall hin. Naja, aber wenn du tagsüber arbeitest, könnte ich doch auch alleine die Getränkekisten holen. Dann bräuchtest du ja ein eigenes Auto. Das ist momentan finanziell nicht drin. Führerschein. Heute Abend um 24 Uhr. Aber Sie können doch wenigstens anfangen. Also wann müssen wir schließen? Noch heute Abend. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du an dem Ding nicht rumfummeln sollst? Das ist Technik. Und davon verstehst du nun mal nichts. Aber ich habe doch keine Zeit. Ist schon gut. Ich muss sowieso gehen. Talkshow, wenn ich das schon höre, da kann man doch gar nicht mehr hinsehen. Ziehen die sogenannten Experten die Familie in Dreck. Wenn der Vater seine eigenen Kinder erzieht, gibt seinem Kind einen Klaps auf den Po und schon heißt es Kindesmisshandlung. Aber wenn man sein Kind lieb hat, dann heißt es Kindesmissbrauch. Reg dich doch nicht so auf, Liebling. Wirklich, das musste doch mal gesagt werden. Thank you.
Geh schon mal ins Bett. Liebling. Das ist aber lieb von dir. Für mein Geburtstagskind. Pack schon aus. Das steht dir sehr gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Eichten. Wir bringen die Botschaft des Herrn und würden gerne mit Ihnen ein Gespräch über Gott führen. Wir wollen Mauern einreißen, Brücken schaffen. Herr Eichten, haben Sie sich eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Jesus Christus unser aller Herr ist? Tut mir leid, meine Tochter hat heute Geburtstag. Schön, dass es dir gefällt, Vera. Weißt du was, Corinna? Wir fahren ein bisschen an die Elbe und gehen da spazieren. Hm? Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Vorzüglich. Mhm. Vera? Wie bitte? Wie haben Sie mich genannt? Nein, sie ist ja tot. Tot, wer ist tot? Vera? Vera Eichten? Armes Ding. War noch so jung. Oh, Hansen! Was machen Sie denn? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen auf mich warten. Thank you.
Schon da. Das ist ein schönes 4-Minuten-Eimerkind. Du? Ich habe mir das mit dem Führerschein noch mal überlegt. Und? Ich dachte, ich könnte mir das Geld doch selbst verdienen. Und wie, wenn ich fragen darf? Ich dachte, ich könnte doch halbtags wieder bei Grossmann und Hänsel anfangen. Halbtags bei Grossmann und Hänsel anfangen. Das hast du dir also schon überlegt. Wahrscheinlich hast du auch gefragt, ob du dich wieder nehmen werden. Nein, ich dachte, ich
wollte anrufen. Ich werde wohl überhaupt nicht mehr gefragt. Was liegt denn dir so viel an dem Führerschein? Ach, Ewald, er macht mich ein bisschen unabhängiger. Eichten. Guten Tag, Herr Eichten. Hier ist Möbius. Tag, Herr Möbius. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Sie müssen nächste Woche zur EDV-Schule. Der Kollege Lauer, der eigentlich dafür eingeteilt war, ist krank geworden. Es kommt mir aber sehr ungelegen. Lieber Herr Eichten, ich weiß, dass das alles sehr kurzfristig ist, aber wir sind mit der Sache in Verzug. Nächste Woche bekommen wir die neuen Computer und deshalb möchte ich Sie doch herzlich bitten, für den Kollegen Lauer einzuspringen. Und vergiss nicht, für Hermann zweimal täglich Hundekuchen. Und wenn irgendwas ist, die Telefonnummer von der Wolfgang-Grams-Stiftung liegt auf dem Telefontischchen. Bis Freitag. Bis Freitag. Fahr vorsichtig. Zahlreiche Patienten unter schweren Folgeschäden. Ihre Behandlung kostet die Krankenkassen Millionen. Wir finden es ganz maßlos, dass das so ist. Die Ketten, die wir heute in unserem Deutschland haben, sind so stark, dass die zentral einkaufen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Jan Reugel. Ich weiß wirklich nicht mehr, an wen ich mich noch wenden soll. Ich suche meine Schwester Heike. Ja, und? Das Problem ist, die letzte Adresse, die ich habe, ist hier bei Eichten. Wohnt er noch hier? Ja. Und meine Schwester wohnt nicht mehr hier? Nein. Vielleicht haben Sie sie schon mal gesehen. Ich habe hier ein Foto von ihr. Warten Sie. Das müssen Sie mir jetzt näher erklären. Ich bin froh, dass wir hier früher rauskommen. Und als ich nach Südamerika musste, ist sie bei ihm eingezogen. Anfangs hat sie mir noch regelmäßig geschrieben, aber plötzlich brach das ab. Ich kenne Herrn Eichten zwar nur aus Heikes Erzählungen, aber ehrlich gesagt, ich war von Anfang an gegen diese Beziehung. Na, was soll's. Sie war offensichtlich sehr glücklich mit ihm. Das ist doch Heikes. Heikes? Ja, natürlich. Es ist noch keine 6 Monate her, dass ich ihr das geschenkt habe. Sagen Sie, haben Sie was dagegen, wenn ich mich hier ein bisschen umsehe? Selbstverständlich nicht. Vielleicht finden wir ja noch was. Wenn wir was finden, dann in seinem Arbeitszimmer. Verdammt, ich muss los. In einer Stunde geht mein Flugzeug. Und falls Sie noch was finden,
können Sie mich über meine Firma in Hamburg erreichen. Danke. Danke sehr noch. Corinna! Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Mein Kind. Ich bin nicht dein Kind. Aber Vera. Ich bin nicht Vera. Aber Vera. Deswegen bist du gewählt. Thank you.
Das hier unten ist nichts für dich, mein Schmetterling. Fräulein, bitte eine Annonce unter Heiratenbekanntschaften. Der Text: Verwaltungsoberinspektor.